nochmal. So, jetzt kommt ein Video mit den Sportklamotten. Ich zeige euch mal die Tüte. Wir haben sie noch nicht ausgepackt. Ich glaube, eine Hose fehlt, weil mein Schatz jetzt ja beim Sport ist. Und ich glaube, eine hat er rausgenommen, weil die anderen noch in der Wäsche waren. Was ist voll zum Waschen. Ich mache mal Werbung. Decathlon. www.decathlon.de. Moment. Also irgendwie ist das heute verrückt. Irgendwie ist hier heute total Rambazamba. Also wie gesagt, Decathlon. Ich weiß nicht, wo es das alles in Deutschland gibt, aber es gibt wohl ein paar. Ich fange jetzt einfach mal an. Also wie gesagt, es sind jetzt Sportklamotten, also die sich jetzt überhaupt nicht für, also die jetzt keine Interesse an Sport haben oder das nicht als Hobby machen und, oder einfach die nicht, einfach sich nicht dafür interessieren, wo man günstig Klamotten kaufen kann, dann könnt ihr euch das jetzt sparen, weil es sind wirklich nur Sport und hauptsächlich Laufklamotten. Also einmal diese Hose von meinem Schatzi. Laufhose, eng. Das mag er irgendwie am liebsten beim Joggen. Ich ja nicht so. Sehr gutes Material, wobei ich sagen muss, dass diese Hose jetzt speziell eher für den Sommer ist. Die war auch bei den runtergesetzten Sachen mit dabei. Weil die ist etwas dünner. Das ist jetzt keine Thermohose, wie sie jetzt im Winter eigentlich gebraucht wird zum Joggen. Wenn euer Mann oder euer Freund, je nachdem, auch einer ist, dem sehr schnell warm wird. Also mein Mann kann im Winter im T-Shirt rumlaufen. Der schwitzt irgendwie immer. Für den reicht das absolut. Die hat jetzt gekostet 12 Euro. Eine Laufhose. Top-Qualität, also vom Anfassen her. Super. Dann auch eine Hose von ihm. So, die kann man zum Baden benutzen, kann man zum draußen Garten arbeiten. Er benutzt sie auch zum Laufen im Sommer vor allem und zum Tennis spielen. Wenn wir Tennis spielen gehen. Nur leider fehlt. Achso, die hat 5 Euro gekostet. Also. Preis, würde ich sagen. 5 Euro Hose. Die war jetzt allerdings nicht runtergesetzt. Also das war jetzt Standardpreis. Die hat er sich dann direkt nochmal in Schwarz gekauft. Dann Winteroberteil. Auch jetzt für ihn. Glühwürmchenfarbe. Also ich stehe auf die Farbe. Ihm steht die auch sehr gut. Ich finde die Farbe so geil. So eine Farbe gab es leider für mich nicht. Ich wollte auch gerne so eine haben. Da fehlt jetzt auch irgendwie der Preis. Wo ist denn der blöde Kassenbon? Der ist weg. Ich weiß nicht, aber ich glaube irgendwie 15 oder 20 Euro hat die jetzt gekostet. Von außen wie, also Baumwolle und innen diesen weichen Fließstoff, halt für den Winter mit Halszipfer, falls es zu warm wird oder halt zu kalt, je nachdem. Kann man auch nichts sagen. Sportqualität einfach. Also alles atmungsaktiv und ja. Dann für mich ein Ohrenschützer. Hat gekostet, ich glaube, 3 oder 4 Euro. Weil ich bin so empfindlich an den Ohren. Und einmal kalter Wind und ich habe direkt wieder eine Mittelohrentzündung. Dann habe ich mir einen neuen Sport-BH gekauft, weil ich finde es ätzend, diese Sport-BHs, die hinten zum Zumachen sind. Furchtbar, weil wir dann, wir haben hier so Trimm-Dich-Pfade, da gibt es dann verschiedene Stationen, wo man dann auch noch Training machen kann, halt Sit-Ups und Liegestütze und verschiedene andere Trainingssachen. Und mir tut das immer so weh beim Sit-Ups machen, weil ich da auch echt eine Niete drin bin. Deshalb habe ich mir jetzt einen neuen gekauft, der hat jetzt 19 Euro gekostet. Der hat gar keine Verschlüsse, den zieht man einfach so über wie so ein Topf. Ist dehnbar, hat auch dieses X und der hält echt super. Ich habe eine schöne Knallefarbe in Pink. Ja, der hat, wie gesagt, 19 Euro gekostet. Ist auch ganz süß.
Wenn man dann die Figur wieder hat, könnte man mit dem auch so rumlaufen. Der hat auch so süße Applikationen hinten. Dann für den Winter für mich zum Laufen. Das war jetzt eins der teureren Teile. Es hat 30 oder 25? 24,90 gekostet. Auch wieder Sportstoff. In Grau mit Pink. Irgendwer diesen so Pink Touch mit so Täschchen. Kann man die Hände reintun, damit es nicht grau wird. Und, was ich auch super finde, das hat hier dieses Loch für den Daumen. Das finde ich im Winterlaufen total super. Und hat halt eine Kapuze. Da kann man sich so schön drin einpacken. Finde ich echt klasse. Und das ist halt auch Sport, atmungsaktiv und so. Und das für 24,90. Also da kann man echt nichts sagen. Da gibt es weitaus teurere Sachen. Jetzt kommt wieder was von meinem Mann. Dieses Shirt, das ist zum Biken. Weil wir fahren ja auch Fahrrad und er wollte unbedingt mal so eins haben. So sieht das aus. Auch so ein Zipper. Das ist dieser typische Bikerstoff, der mit diesen kleinen Fisselslöchern. Und hinten hat das auch diese Taschen, wo man dann so seinen Klimbims reintun kann. Das hat jetzt gekostet, war runtergesetzt auf 14,90 und hat vorher 24,90 gekostet. Also das kriegst du im normalen Sportgeschäft nicht unter 40, 50 Euro in der Qualität. Dann, naja, meine Laufhose. Das ist jetzt die Winterfraktion. Dicker Stoff mit diesem Vlies drinne. Trotzdem noch atmungsaktiv. Und die ist etwas weiter geschnitten. Also ich mag das lieber, wenn das nicht so, ich sag mal, den Arsch abquetscht. Die hat gekostet 14,90. Die hat so rosa-abgefarbene Applikationen und sind auch so Taschen angedeutet. Also die sieht ein bisschen pfiffiger aus, sag ich mal. Das war das. Dann eine Fleecejacke für mich. In weiß mit grün. Die würde ich auch, also die kann man beim Laufen tragen. Da sind noch so Täschchen drin. Und hier drin ist ja, was ist das? Diese Netzeinbauten. Aber ich würde die auch so für den Alltag tragen. Ich finde die halt super schön. Ich glaube, das war auch eine von den teureren. Ich glaube, die hat 24 noch was gekostet. Aber ich fand die schön. Dann eine Windjacke. Hey, ihr zwei, könnt ihr aufhören, euch zu streiten? Kloppen sich gerade um den besten Schlafplatz. Hört auf! Nee, du nicht auch noch. Auf die Kacke. In Pink. Gekostet 15 Euro. Windjacke, dünn, leicht. Wiegt irgendwie überhaupt nichts. Kann man auch mal beim Radfahren drüber ziehen, wenn es jetzt nicht so super warm ist. Ja. Finde ich cool. Pink, Glühwürmchen, man wird gesehen. Dann ein Laufshirt für mich. In weiß mit Neon Apricot. Sieht man das überhaupt, was ich hier veranstalte? War runtergesetzt auf 8,90. Hat so einen pfiffigen Ausschnitt hier. Das ist echt blöd mit dem Licht, mit den hellen Sachen. Dann auch noch mal eins. Laufshirt 94. Mit V-Ausschnitt. In einem, ja, was ist das? Ein Grün-Türkis, würde ich sagen. Ein grün-stichiges Türkis. Dann ein Laufshirt von meinem Schatz. 4 Euro. Auch wieder in diesem geilen Neongrün. Passend zu der Jacke.
Dasselbe dann nochmal in Blau. Weil ich das Blau so schön fand, habe ich gesagt, das Blaue musst du auch noch mitnehmen. Auch 4 Euro. Ein Fahrrad-Reparaturset. 5 Platten. 2 Euro. 2,50 Euro. Armband für einen MP3-Player. Passt aber auch das iPhone rein. Habe ich schon ausprobiert. 7 Euro. Für den Arm. Weil ich bin so... Ich muss abgelenkt sein beim Laufen. Und das ist für mich die Krise. Könnt ihr jetzt mal da oben aufhören? Sonst gehe ich dazwischen. Ich muss mal dazwischen. Komm. Du kommst jetzt mal hier. Du knurst mich an. Ich bin heute. Und für mich eine Laufuhr mit Kalorienzähler, Herzfrequenz und ach, diese ganzen Pipapo, ich weiß es gar nicht alles. Diskutiert. Hat vor allen Dingen ein enges Brustband, weil ich habe eine Zeit lang bin ich mit der Uhr von meinem Mann gelaufen. Und ich weiß nicht, ob der Gurt bei dem einfach ein bisschen ausgeleiert ist, weil er hat ja natürlich ein bisschen mehr Brustkorb als ich. Bei mir ist er dann irgendwann nach der Hälfte des Laufens so, dann nützt mir das ja nichts. Deshalb brauchte ich eine neue. Dann mit Zielzone des Übungsrhythmus in Kilokalorien pro Stunde, Übungsstoppuhr, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Gesamtkalorienverbrauch, Grammverbrauch des Fett. Ja. Die hat gekostet 25 oder 29 Euro. Und das für eine kodierte. Also da kann man echt nichts sagen. Ich glaube, wir haben bezahlt 220 Euro für das Ganze. Für die Klamotten hier, für den Haufen, hätten wir im Normalfall, im regulären Sportgeschäft, viel, viel mehr bezahlen. Also für die Qualität. Also, wer Sportklamotten braucht, sucht euch ein Decathlon bei euch in der Nähe. Meistens sind die in so Gewerbegebieten. Und wenn ihr vielleicht demnächst in Urlaub fahrt nach Spanien rein, zufällig. In Spanien gibt es die wohl ganz, ganz häufig. Ist meinem Mann nämlich aufgefallen, wie er da auf Geschäftsreise war. Dass es die da zuhauf gibt. Ja, ich glaube, das war's dann jetzt. 3 Videos für heute. Muss reichen. Dann, ich danke.